Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 19. Kalenderwoche. Die Woche, die jetzt am 8. Mai beginnt und bis zum 14. Mai geht. Am 14. Mai ist auch Muttertag und wir haben abnehmenden Mond über die Woche hinweg, wodurch die Energien einfach so ein bisschen sanfter werden und entspannter. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, mit welchen Energien die Woche bei dir einhergeht. Ich werde aber diesmal bei dieser Legung euch so ein bisschen Einblicke geben in den Prozess, wie diese Legung entsteht. Du kannst es auch vorspulen und direkt zur Legung kommen. Unten habe ich einen Timestamp hinterlegt und so kommst du direkt zur Legung. Aber du kannst dir auch gerne mit anschauen, wie diese Legung vorbereitet wird. Zunächst zu diesen Karten hier. Diese Karten sind immer gemischt. Das mache ich am Anfang. Und es ist dann halt Zufall, welche Sternzeichen als nächstes kommt. Und ich weiß das auch im Vorfeld immer nicht. So mache ich das auch von Anfang an. Und ich liebe einfach den Zufall. Deswegen mache ich das gerne so. Und jetzt kommen wir auch schon dazu, die Karten zu legen, lieber Steinbock. Ja, wenn du daran interessiert bist, noch weitere Informationen zu meinen Legungen zu finden, kannst du dir auch gerne das Info-Video anschauen. Das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du alle Informationen zu meinen Legungen, die du brauchst. So, und jetzt kommen wir auch schon zur Hauptlegung. Und ich versuche mir auch immer Details während dieser Legung zu merken. Das ist halt auch irgendwie spannend, wie offensiv die Karten herausspringen, wie jetzt zum Beispiel. Ich finde das sehr bemerkenswert, wie eindeutig das gerade ist. Und ich finde das dann auch immer spannend, wenn eine Karte sich auch so direkt zeigt, ne? Also diese Karten, jetzt die beiden, sind so verdeckt gelandet. Aber manchmal ist das eben auch anders. Manchmal kommen halt zwei raus. Ah, guck mal, jetzt hier eine offene Karte. Jetzt sind wir bei der 6, 7, 8. Okay. Und jetzt können wir sie auslegen. Es ist immer die gleiche Reihenfolge. Und wir können gleich mit deiner Legung beginnen, lieber Steinbock. So, da wären wir. Da ist ein bisschen durcheinander noch. Na gut, so. Okay, fangen wir mal an. Hier haben wir den Wagen, Krebsenergie, falls du es mit einem Krebsmenschen zu tun hast. Vor allem sagt diese Karte aber aus, dass du im Begriff bist, bald, noch nicht in dieser Woche, aber bald, einen wichtigen Schritt in deinem Leben nach vorne zu machen, einen Plan umzusetzen, eine Beziehung nochmal sehr zu vertiefen oder dich halt wirklich auf eine Reise begibst, ne? Auf auch, also irgendwie, es könnte auch ein Karrieresprung sein, etwas, was wirklich dich auf einen Schlag sehr stark nach vorne bringt.
wird bald in dein Leben eintreffen, aber in dieser Woche geht es noch darum, diesbezüglich Vorbereitungen zu treffen. Und vielleicht wirst du hier wichtige kleine Entscheidungen treffen für diesen Weg. Es könnte sein, dass du jetzt schon weißt, um was es geht. Vielleicht bereitest du jetzt, also vielleicht hast du schon die Idee, um den Plan für deine Zukunft. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, wenn du jetzt keine Ahnung hast, um was es hier geht, wird dir im Laufe der Woche die entscheidende Idee dazu kommen. Und das ist dann auch eine Vorbereitung, ne? Und hier müssen vielleicht noch wichtige Vorbereitungen getroffen werden. Vielleicht musst du noch wichtige Informationen dir einholen oder halt so detaillierte Pläne schmieden diesbezüglich. Es ist hier auf jeden Fall sehr spannend und sehr, es wird, diese Entscheidung wird deinen weiteren Lebensverlauf nachhaltig beeinflussen. Ja, also hier gibt es schon eine Weggabelung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es etwas mit der Familie zu tun hat. Ja, denn hier zeigt sich sehr viel Geborgenheit in deinem Leben, sehr viel Geschenke des Lebens. Ne? Etwas blüht in deinem Leben gerade auf. Eine Situation fängt an zu wachsen, aufzublühen und das kann dir sehr viel Zufriedenheit verschaffen. Ne? Es kann auch sein, dass du hier in der letzten Zeit sehr viel Arbeit in etwas investiert hast. Vielleicht auch in deine Gesundheit. Vielleicht hast du hier sehr um deine Gesundheit gekümmert. Und jetzt merkst du in dieser Woche, dass das auch Früchte trägt. Dass das wirklich sehr viel bringt. Und dass sich jetzt hier sehr viele positive Auswirkungen bemerkbar machen. Natürlich, wenn du in anderen Bereichen deines Lebens Arbeit reingesetzt hast, werden diese Situationen aufblühen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass innerhalb deiner Familie, deiner Arbeit, deines Arbeitsklimas auch, sich sehr schöne Momente ergeben werden, die dir sehr viel geben einfach, ne? Die sich sehr erfüllend anfühlen. Du musst dafür jetzt gerade gar nicht mehr so viel tun für diese Erfolge, denn du hast bereits viel Energie in etwas hineingesteckt und das macht sich jetzt in dieser Woche bemerkbar und hilft dir eben auch bei deinen Vorbereitungen. Ne? Dadurch könnte es eben passieren, dass du jetzt anders planen kannst für deine Zukunft und auf neue Ideen kommst. Oh wow, schöne Energien. Ja, du wirst auf die entscheidende Idee kommen. Also irgendwie bist du hier auch in der Lage, mit verschiedenen Umständen zu handeln, diese in Balance zu bekommen, hier wirklich eine individuelle, maßgeschneiderte Lösung für ein Problem zu finden. Sehr viel Kreativität zeigt sich hier, sehr viele neue Ideen, die erwachsen und auch deine Fähigkeit, wirklich auch Gelassenheit walten zu lassen, und hier den richtigen Ton zu treffen, die richtigen Prioritäten zu setzen und wirklich eine sehr gekonnte Lösung für etwas zu finden. Die goldene Mitte. Ne? Es hat auch etwas mit Kunst, Lebenskunst zu tun, Kunstfertigkeit. Also du schaffst es hier auch, etwas in Balance zu bekommen. Eine positive Work-Life-Balance sehe ich hier auch bei dir, dass du hier auch Harmonie herstellen kannst. Ja, wunderschöne Energien, die dir sehr viel Optimismus und Zufriedenheit verschaffen können. In der Vergangenheit ein Ritter der Scheiben. Ja, der Ritter der Scheiben kann auf dich verweisen, auch wenn du eine weibliche Person bist. Der Ritter der Scheiben kann aber auch für einen anderen Menschen stehen in deinem Leben, der sehr wichtig für dich war in der Vergangenheit, vielleicht auch immer noch ist, aber diesem Menschen bist du dann in der Vergangenheit begegnet. Dieser Mensch könnte wie du ein Erdzeichen sein oder dir auf in gewisser Hinsicht sehr ähnlich sein. Ein anderes Erdzeichen wäre ein anderes Steinbock natürlich, Stier oder Jungfrau, aber grundsätzlich kann dieser Mensch jede Person sein. Ich sehe auch viel dich in dieser Energie. Das würde erklären, ja, du warst in der letzten Zeit sehr fleißig, denn das ist der Ritter der Scheiben. Ein sehr tatkräftiger Mensch, der seine Pflicht tut, der stabil ist, der für die Menschen, die er liebt, immer da ist. Und ein Mensch, der eben sehr fleißig ist, auch sehr
viel Wohlstand ansammelt, sparsam ist, gut mit Geld umgehen kann, pragmatisch denkt. Vielleicht hast du hier wirklich als Prinz der Scheiben dich selbst verwirklichen können und warst in der letzten Zeit wirklich sehr fleißig. Und oder du hast so einen Menschen in deiner Umgebung gehabt in der letzten Zeit. Dieser Mensch hat sich sehr viel Sorgen in der Vergangenheit um die Zukunft gemacht. Vielleicht auch Sorgen gemacht, ob man genug Geld hat, ob man das Geld sinnvoll einsetzt. Hat vielleicht auch, vielleicht ist diesem Menschen es sogar passiert, dass er Geld verloren hat. Oder sich auf jeden Fall zumindest darum sehr viel Sorgen gemacht hat. Vielleicht auch die Sorge, sich mit der Sorge beschäftigt, jemanden auch zu verlieren. Also ja, das war wahrscheinlich für diesen Menschen ein wichtiger Antrieb in der letzten Zeit, aber das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ja, wertvolle Einsichten kamen dadurch zustande. Man hat hier versucht, eine Situation zu verbessern, sich auch der Wirklichkeit zu stellen, gewisse Erkenntnisse mit einem bitteren Beigeschmack zuzulassen. Ne? Zum Beispiel, wenn dieser Mensch wirklich jemanden oder etwas verloren hat, Geld verloren hat oder ihm etwas geklaut wurde, dann ist diese Einsicht darüber, dass das verloren ist, einfach nicht leicht. Ne? Aber es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, zu erkennen, was man hätte besser machen können und dann etwas in Zukunft daran zu ändern. Nach vorne blicken einfach, ne? Und auch gewisse Einsichten diesbezüglich zuzulassen, dass man vielleicht mitunter etwas falsch gemacht hat oder etwas vernachlässigt hat und deswegen, oder jemanden vernachlässigt hat und man deswegen diesen Menschen verloren hat. Oder eben einfach diese Sorge, dass man diesen Menschen verlieren könnte, dass man halt hier etwas kritisch, genau die Situation kritisch beleuchtet hat. Ja, und ich sehe halt dich doch viel als Ritter der Scheiben. Ich glaube, dir ist das letztens widerfahren, lieber Steinbock. Bei diesen 7 der Scheiben, ich denke hier auch ans Gesundheitsthema, ne? Vielleicht hast du wirklich die Sorge gehabt in der letzten Zeit, dass dein Zustand sich verschlechtern könnte. Oder vielleicht warst du wirklich mit so einem Thema sehr stark konfrontiert und hattest vielleicht auch ein bisschen Angst um dein Leben ein bisschen, ne? Oder deine Eigenständigkeit. Und das hat eben auch irgendwie zu gewissen Einsichten geführt, ne? Dass du vielleicht hier etwas ändern musst. Ja, diese Einsichten, egal um welches Thema es geht, ne? Das sind ja allgemeine Energien, aber Einsichten ist jetzt hier ein allgemeines Prinzip, ne? Und diese Einsichten sind dir immer noch sehr gegenwärtig und klingen noch nach, sind dir sehr wohl bewusst und du machst dir sehr viel Gedanken darum. Und das kann gut sein, ne? Das kann zielführend sein. Vielleicht, der ein oder andere hat vielleicht auch einen Menschen verloren, dann ist natürlich auch die Trauer auch immer noch präsent. Aber du stellst dich auch diesen unangenehmen Gefühlen. Gleichsam, ja, entwickelt sich vieles in deinem Leben sehr positiv, ne? Und blüht regelrecht auf. Also es ist hier recht zielführend, wie du mit der Situation umgehst, lieber Steinbock. Und es ist einfach positiv, dass du dich hier doch diesen negativen oder problematischen Einsichten stellst. Und ich kann dir sagen, es wird bald zur Heilung kommen. Oder zur Stille, zur Ruhe. Du wirst deinen Frieden mit der Situation finden und dann weniger darunter leiden. Das zeigt sich hier ganz deutlich. Und diese Karte zeigt auch noch mehr als das. Eben diese Harmonie in deiner Familie oder dein Arbeitsklima, deinen Arbeitskollegen oder sonst in deiner Beziehung auch, ne? Hier kann es dauerhaft jetzt zu ganz positiven Gesprächen kommen, zu einer gewissen Gerechtigkeit auch. Hier kommt man vielleicht auch zu neuen Absprachen, neuen Regelungen, die
einfach gut funktionieren können und auf Ehrlichkeit basieren, auf Gleichberechtigung und die einfach auch Frieden verschaffen. Aber vielleicht noch nicht in dieser Woche, vielleicht erst die Woche darauf. Zunächst triffst du auf einen Prinzen der Scheiben. Und das kann eine jüngere Version vom Ritter der Scheiben sein. Also entweder du selbst als verjüngte Person, dass du hier Kontakt mit einer früheren Version von dir selber aufnimmst, mit deinem inneren Kind. Und hier etwas Neues in deinem Leben dazulernst, dass du irgendwie auf eine Art von vorne beginnst, ne? Dass du einen Schritt zurück machst und etwas anders machst in deinem Leben. Das könnte sein. Oder das widerfährt deinem Gegenüber, dem Ritter der Scheiben. Ne? Je nachdem, wie du das hier eingeordnet hast. Ich bin mir sehr sicher, dass es sich hier um die gleiche Person handelt. Aber in Einzelfällen könnte das natürlich auch zwei unterschiedliche Personen sein. Der Prinz der Scheiben könnte auch ein Sohn oder eine Tochter von dir sein, falls du Kinder hast. Hier zeigt sich eine sehr junge Person, ne? Eine unreife Person, jemand, der etwas Neues dazu lernt. Und das könnte auch sein, dass du hast ja gewisse Pläne, vielleicht bezieht das mit ein, dass du dich mit irgendwas Neuen thematisch beschäftigst. Ne? Denn der Prinz der Scheiben ist ein Lehrling, der auch etwas dazu lernt, mit sehr viel Neugier, Gründlichkeit und Aufmerksamkeit. Und oft sind das technische oder handwerkliche Dinge oder etwas, was mit Ordnung und Struktur zu tun hat. Etwas, was man mit den Händen macht. Ein Kunsthandwerk könnte es auch sein oder einfach etwas im Haushalt. Ja, dieser Mensch wird Erfolg haben. Ja, dieser Mensch bekommt auch Anerkennung und Lob dafür, dass er sich irgendwie mit etwas Neuem dazu beschäftigt. Das, was dieser Mensch Neues dazu lernt, verschafft diesem Menschen eben sehr viel Erfolg und sehr viel Freude. Vielleicht auch neue finanzielle Chancen, neue berufliche Chancen. Irgendwie hat dieser Mensch auf jeden Fall Erfolg. Und das, was dieser Mensch tut, ist seine Wunscherfüllung. Hier wird ein Traum für diesen Menschen wahr. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also du, zumindest kommt dieser Mensch seinen Träumen näher auf diese Art und Weise, das kann man sagen. Und erfährt auch Heilung. Du arbeitest dich also aus dieser Situation heraus und das ist ganz wunderbar. Du kannst hier wirklich ein altes Problem auf diese Art und Weise abstreifen, ne? Loslassen und dich der Zukunft öffnen, neuen Zielen dich widmen, neuen Möglichkeiten. Und wirklich, falls dir etwas in den Sinn kommt, lieber Steinbock, was du dir Neues aneignen möchtest, dann ist das wirklich sehr begünstigt und bringt dich auf den richtigen Weg. Tu das, ne? Kann ich dir nur empfehlen. Ja, auch diese Karte spricht davon, dass man etwas Neues dazulernt. Das muss natürlich jetzt hier nicht unbedingt etwas Praktisches sein. Das kann auch sein, dass man etwas Neues dazulernt im zwischenmenschlichen Bereich, dass man neue Kommunikationsstrukturen aufbaut. Auf jeden Fall gibt es hier einen Neuanfang schon für dich, ne? Eine neue Situation, die sich erzeigt und du hegst und pflegst dieses Neue wie ein Pflänzchen. Es ist dir sehr, sehr viel wert und du gehst vorsichtig und behutsam mit der Situation um, mit sehr viel Aufmerksamkeit und möchtest einfach auch neue Erfahrungen machen, ne? Neues in deinem Leben lernen. Und dieses, dass du dich dem Neuen so öffnest, ist schon ein Verjüngungsprozess, ne? Also finde ich hier sehr, sehr positiv. Deine Umgebung kriegt es auch sehr deutlich mit, dass du hier nach vorne schreitest, ne? Und vielleicht erfährst du auch Unterstützung, vielleicht auch ein paar
Gegenstimmen, ne? Vielleicht bekommst du hier auch zu hören, also vielleicht gibt es hier Konkurrenz oder so, oder jemand ist etwas irritiert von der Art und Weise, wie tatkräftig du jetzt gerade bist. Aber man registriert dich auf jeden Fall. Man registriert dein Tun. Man spürt auf jeden Fall, dass du hier sehr viel Energie hast. Du sehnst dich nach einer Königin der Stäbe. Oder du erwartest, auf diese Person zu treffen. Die Königin der Stäbe ist eine Feuerperson. Widder, Schütze. Widder, Schütze oder Löwe. Kann auch Stier sein, Wassermann. Kann auch grundsätzlich eigentlich jedes Sternzeichen haben, diese Königin der Stäbe. Oder eben du, dass du dir wünschst, mehr wie diese Königin der Stäbe zu sein. Eine Person, die sehr warmherzig sein kann, sehr tatkräftig, einen guten Geschäftssinn hat, aber auch manchmal etwas forsch ist, etwas mit der Tür ins Haus fällt, sehr direkt kommuniziert. Eine Person, die auch sehr präsent ist, aber eine Person, die immer da ist, ne, sehr hilfsbereit ist und immer irgendwie ja, mit vollen Einsatz dabei ist. Die Königin der Stäbe kann auch manchmal eine Autoritätsperson darstellen in deinem Leben, eine Vater-Mutter-Figur oder einen Chef, eine Vorgesetzte. Auf jeden Fall eine sehr dominante Person und du könntest auf diese Person treffen oder erwartest es zumindest, dass du auf diese Person triffst. Und du freust dich auch darauf, ne? Also du erwartest eigentlich doch Positives von dieser Person. Vielleicht, dass die diese Person, die ein Angebot macht, eine gute Chance bietet oder dass es einfach sehr angenehm ist. Aber irgendwie erwartest du aber auch Konflikte. Insofern, dass da irgendwie auch mehr Menschen noch dran beteiligt sind, agieren und vielleicht als Störelemente wirken könnten. Dass irgendwie durch jemanden oder durch einen Umstand eure Verbindung gestört werden könnte. Das erwartest du ein bisschen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das passiert, überhaupt nicht. Das ist das, was du so ein bisschen erwartest. Und was wird passieren? Du triffst tatsächlich auf eine Königin, aber eine Königin der Schwerter. Und das macht einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zwei unterschiedliche Personen sind oder ob das die gleichen Personen sind. Wenn du es mit Wassermann oder Schütze zu tun hast, könnte beide Karten auf die gleiche Person verweisen. Natürlich aber auch unter anderen Umständen. Was jetzt der Unterschied zwischen der Königin der Schwerter und der Stäbe ist? Die Königin der Schwerter hat auch Reife, ne? Hat ein gutes Urteilsvermögen, hat sehr viel Erfahrung. Also diese Person ist so ein bisschen weniger im Vordergrund, ne? Hält sich ein bisschen mehr zurück. Dieser Person ist ihre eigene Freiheit sehr wichtig, ihre eigene Unabhängigkeit. Und das macht diese Person auch manchmal etwas unnahbar. Manchmal weiß man nicht genau, was diese Person denkt. Aber diese Person hat ein sehr gutes Urteilsvermögen und ist immer fair und sorgt für Gerechtigkeit. Hat ein faires Urteil, ne? Mit der Person kann man ehrlich diskutieren. Da gibt es eine gewisse Grundfairness. Was wird denn die Königin der Schwerter tatsächlich denken? Für diese Person wird ein Traum in Erfüllung gehen. Diese Person denkt an die Zukunft. Vielleicht mit dir. Vielleicht bezüglich eines Projektes, eines Vorhabens. Diese Person. Ja. Erlebt wirklich eine sehr erfüllende Zeit. Oder vielleicht wirst du auch zur Königin der Schwerter, lieber Steinbock. Dann könntest du auch viele inspirierende Ideen für deine Zukunft bekommen. Sogar einen Weitblick, was deine Zukunft betrifft. Ne? So eine gewisse, einen hellsichtigen Moment. Vielleicht sind diese Personen auch hier, die beiden miteinander verknüpft. Besonders bei Zwillinge oder Jungfrau könnte das der Fall sein. Vielleicht arbeitest du auch mit dieser Person zusammen oder hast mit dieser Person eine Beziehung. Dann könnte es sein, dass sie euch gegenseitig eure Träume wahr macht und dass es für euch beide das Gleiche bedeutet, ne?
Sieg, Leidenschaft und Hingabe. Ne? Also, wow. Sehr begünstigte Verbindung als diese Person oder mit dieser Person. Ich sehe doch in vielen Fällen jemand einen zwischenmenschlichen Zusammenhang, der sehr begünstigt ist, der sehr von Vorteil für euch sein wird. Mit dieser Person könnt ihr gewisse Probleme überwinden aus der Vergangenheit. Mit dieser Person, also, oder als diese Person, werdet ihr ja sehr viel eurer Leidenschaft voll und ganz nachgehen können, ne? Und Hingabe zeigen können. Auch so ein bisschen die Mauern fallen lassen, die oft zwei Menschen voneinander trennen, ne? Also ist hier natürlich auch sehr begünstigt für eine romantische Beziehung, sogar sehr, ne? Also, dass es auch hier eine starke körperliche Anziehungskraft zwischen euch gibt und dass ihr auch gemeinsame Ziele habt, was in einer Beziehung nicht zu unterschätzen ist, ne? Also hier gibt es doch, ja, also etwas, jemanden natürlich, der euch sehr inspiriert. Und mit dem ihr eine gemeinsame Zukunft habt, ob jetzt beruflich oder im romantischen Sinne. Ne? Das wird sich natürlich auswirken. Aber mit diesem Menschen oder als dieser Mensch, mit diesem Projekt, mit dem ihr eure Träume näher kommt, ja, ihr könnt hier sehr, sehr viel erreichen. Ja, ich sag doch, ne, ein großer Sprung nach vorne, der hier bevorsteht. Aber vorher gilt es noch einiges für euch zu lernen. Der Lernprozess, ne, ist der Vorbereitungsprozess auf das, was kommt. Was sagt die Mondenergie zu eurer Situation? Vertrau deinen Träumen. Ich wollte gerade sowas sagen. Wow, wow. Also das finde ich dann auch manchmal erstaunlich. Ja, der Stern, ne? Wunderbare Energie, lieber Steinbock. Vertrau deinen Träumen. Und sorge für eine gute Vorbereitung, ne? Ja. Das ist hier wirklich eine wirklich wunderschöne Energie und du kannst hier sehr viel erreichen. Zunehmende Sichel. Ja, worauf du dich fokussieren solltest, ist, na, die Affirmation, die hier empfohlen wird, ich bin auf das fokussiert, was ich erreichen will. Ja, cool. Deine Träume sind dabei, sich zu manifestieren, auch wenn du es noch nicht erkennst. Kannst du noch nicht, ne? Deswegen, du musst dieser Situation einen Vertrauensvorschuss geben. Aber ich kann dir sagen, die Karten zeigen sich hier wirklich günstig. Sei geduldig, während sich die Ereignisse weiter entfalten. Das ist die Kaiserin, ne? Halte dich auf Empfangsbereitschaft. Bleib offen. Lasse Gelassenheit walten, ne? Und ja, und du wirst hier deinen Weg finden auf jeden Fall, lieber Steinbock. Es wird sich hier sehr großartig entwickeln. Lieber Steinbock, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine wunderbare Woche, alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.